wahrhaftig, Herr, es wäre besser, ihn in unsere Hände zu geben. Genug davon! Ich werde ihn nicht in eure Hände geben. Er ist ein heiliger Mann, er ist der Mann, der Gott geschaut hat. Das kann nicht sein, seit dem Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Er war der Letzte, der Gott von Angesicht geschaut. In unseren Tagen zeigt sich Gott nicht, Gott verbirgt sich. Darum ist großes Übel über das Land gekommen. Großes Übel in Karen, Westiva, Dobelias, in der Tat, Gott gesehen hat, möglicherweise, falls du Schatten Gottes, was er sah. Gott ist zu keiner Zeit verborgen, er zeigt sich zu allen Zeiten und an allen Orten. Gott ist im Schlimmen ebenso wie im Guten. Du solltest das nicht sagen, es ist eine sehr gefährliche Lehre aus Alexandria, und die Griechen sind heil. Niemand kann sagen, wie Gott wirkt. Seine Wege sind sehr dunkel, wir können nur unser Haupt unter seinen Willen beugen, denn Gott ist sehr stark. Das ist die Wahrheit, für wahr, Gott ist wahr. Aber was diesen Menschen angeht, der hat Gott nie gesehen, seinen Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Aber weiß niemand, er war der Letzte, in der Tat, er war der Letzte, der Gott ist der Prophet Elias. Das kann nicht sein, seit den Tagen des Propheten Elias sind mehr als 300 Jahre vergangen. Bin ich sicher, dass sie der Prophet Elias keine Stelle
nicht genau.